Ja, gut und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilien Insight. Heute aus dem neuen Funktionsgebäude, wie es ja so schön heißt, des SV Darmstadt 98. Und ich freue mich besonders, dass der Alexander Hein mit mir hier ist. Hallo. Alex, dankeschön für den Empfang. Sehr gerne. Ja, bei euch auf der Etage. Hier sitzt ja also das Team ums Team, ne? Von ja, Medienabteilung bis zum Beispiel auch hin zu dir. Du bist nämlich der Leiter Veranstaltung. Hier beim Verein. Ne? So sieht's aus. Ja. Manche sagen, oder so vielleicht auch ein bisschen vermischt mit Sicherheitsbeauftragter. Kannst du uns mal ein bisschen erklären, was du denn normal machst? Da kommen wir aber erst mal später zu, denn aktuell bist du eher der Hygienebeauftragte so hier. So sieht's gell? Aus, ja. Ja, wie sieht das aus in unseren Zeiten, wie es ja immer so schön heißt? Ja. Wie sieht dein Job da aus? Genau, also es ist aktuell, wie ihr alle seht, mit Maske alles ein bisschen anders. Und Hygienebeauftragter ist grundsätzlich bei uns der Alex Lesch und unser Teamarzt macht das. Klar, hat er einfach den Background dafür. Aber unsere Prioritäten sind aktuell ja ganz anders wie sonst. Das heißt, wir müssen ja irgendwie gucken, dass man vor allem so diesen sportlichen Bereich am Spieltag schützt, dass man so arbeitsrechtliche Kriterien einhält, Arbeitsschutz für die Medien, für alles, was rum ums Fernsehen arbeitet. Und das sind eben so ein bisschen unsere Prioritäten, die wir gerade haben. Heißt das, dass du einer derjenigen bist, der dann sagt, hier Leute, achtet ein bisschen auf den Abstand oder sowas in der genau, Art? Genau, das sind so, wo man halt, klar, das macht final dann auch der Ordnungsdienst. Aber genau, um so Sachen geht es halt einfach, ja, bitte kein Grüppchenbildung oder Maske auf. Und ja, wie jetzt zum Beispiel, gell, da muss man mal schön drauf aufpassen, dass wollte gerade sagen, sitzt, sehen wir ja oft genug im Fernsehen, dass es nicht immer klappt. Dass die richtig sitzt, ja. Genau. Aber in, sagen wir mal, normalen Zeiten, ja, bist du derjenige, der tatsächlich dafür sorgt, dass wir alle, ja, ob das, ich arbeite ja dann auch für einen Verein, aber dass wir alle, die Zuschauer, sicher sind, ja, in dem Sinne, dass alles seinen geregelten Gang geht. Kannst du ein bisschen beschreiben, wann geht dein Spieltag los? Und ich sehe dich ja dann während der Spiele auch immer mit deinem Walkie-Talkie. Mhm. Wie sieht sowas aus? Was hast du dann während des Spiels zum Beispiel auch zu tun? Genau, also was wichtig ist, ist nicht nur, also klar soll jeder sich auf jeden Fall sicher fühlen und soll sicher sein. Was mir aber auch wichtig ist immer, dass vor allem auch Gästefans sich zum Beispiel auch wohlfühlen bei uns. Also ich finde, zum SV Darmstadt gehört irgendwie auch eine Gastfreundschaft. Und das ist auch so ein Thema. Also man soll sich nicht nur sicher fühlen, sondern auch wohlfühlen. Und das darf irgendwie immer nicht so vergessen gehen. Also es gehört für mich auch zum Spiel beim SV Darmstadt dazu. Und ja, bezogen auf den Spieltag sieht es eigentlich so aus, dass ich, ja, also sagen wir mal mit einem klassischen 13-Uhr-Spiel am Samstag, und dann komme ich so um 9 Uhr, komme ich morgens, mache erstmal meinen Rundgang im Stadion, ob soweit alles passt. Das ist mittlerweile so seit 3-4 Jahren gibt es da ein Sicherheitsmanagement, welches wir auch befolgen müssen. Also das wird vom DFB auch vorgeschrieben. Das heißt, ich mache nicht nur den, also mache ich auch für mich, aber zum Beispiel auch, dass man das dokumentiert alles. Das machen wir seit einem Jahr mittlerweile auch digital. Also ich gehe dann auch mit dem Handy rum und mache da mal ein Foto, Bauzaun ist nicht korrekt oder so. Und danach gehen dann so langsam die Besprechungen los. Da habe ich dann ein Briefing mit dem Ordnungsdienst, einfach so über das Tagesaktuelle, was hat sich denn geändert zur Sicherheitsbesprechung unter der Woche. Also Wetter ist dann zum Beispiel so ein Thema, wenn wir sagen im Sommer gerade, okay, könnt ihr jetzt Gewitter aufziehen. Oder also Wetter ist immer so was Tagesaktuelles, wo wir dann nochmal reagieren müssen. Oder wenn ja, Gästefans, die Anreise sich irgendwas geändert hat. Solche Geschichten. Im Anschluss habe ich dann eine Sicherheitsbesprechung mit den anderen Sicherheitsträgern, das heißt Polizei, Feuerwehr, das Rote Kreuz bei uns, manchmal auch die Gastmannschaft dabei mit dem Gastsicherheitsbeauftragten. Da stimmen wir uns dann nochmal ab und geben final so eine Risikobeurteilung ab zum Spiel. Das heißt, das ist alles entspannt. Wir können entspannt einen Spieltag heute uns angucken oder es hat sich irgendwie was geändert und jetzt müssen wir dann nochmal drauf reagieren. Und dann machen wir auch schon so langsam das Stadion auf. Und ja, dann dürfen die Fans kommen und dann steigt bei uns auch so ein bisschen die Spannung, weil dann wird es interessant. Ja, ja. Ja. Wie sieht das aus? Das stell ich mir ganz spannend vor, weil es gibt ja so Vereine, wenn du jetzt schon die Gastvereine ansprichst, sagen wir mal Dynamo Dresden, Hansa Rostock, Eintracht Frankfurt, 1. FC Kaiserslautern,
die bekannt dafür sind, sagen wir mal, vielleicht nicht immer die einfachsten Fans zu haben. Wie ist das für dich? Bereitet dir sowas dann eine schlaflose Nacht oder ist es eher umgekehrt, weil die so super organisiert sind, dass es mit denen kaum Stress gibt? Also schlaflose Nächte habe ich schon lange keine mehr gehabt. Also das war eigentlich nur, wenn die Eintracht da war, da hat man dann vorher sich schon Gedanken gemacht, geht das alles gut? Aber grundsätzlich muss man sagen, eigentlich die großen Fanszenen sind wirklich sehr gut organisiert. Da zum Beispiel auch ein großes Lob an Dynamo Dresden. Also die haben super Fanbeauftragte. Sicherheitsbeauftragte ist da auch sehr gut vernetzt mit der Fanszene, das ist auch immer wichtig. Ich wollte gerade sagen, die kennen ihre Leute, ne? Und die waren auch bei uns Sicherheitsbesprechungen dabei, unter der Woche vorher schon, also sind zweimal zu uns gefahren. Wow. Haben sie das Stadion angeguckt, wie sie das erste Mal da waren. Also wow. Das machen die echt top. Aber unabhängig davon, sagen wir von der Vereinsstruktur, sind auch die Fanszenen häufig dann auch irgendwie anders organisiert. Da gibt es klare Ansprechpartner. Und da ist ein gutes Beispiel, ist Schalke. Die fand ich super. Die hatten wirklich ganz klar, dass dann auch von den Fans Leute auf mich zukamen. Die haben gesagt, wir würden gerne den Eingang so und so machen, das ist okay für euch. Und dann läuft das alles super entspannt ab. Und man sagt, danach sind jetzt schon alle drin. Und ja, es sind irgendwie schon alle da. Und man sagt dann, oh, klasse. Also wirklich, gibt es auch gute Kommunikation. Und dann gibt es wieder andere Vereine, ob das große oder kleine sind, das ist auch völlig unterschiedlich. Das ist auch vielleicht so ein bisschen Stimmung in der Fanszene. Läuft es gut, läuft es schlecht. Dass man da dann auch mal Probleme hat. Und das ist aber im seltensten Fall, wo man dann sagt, dass man danach rausgeht und sagt, was war denn das jetzt hier für eine Fanszene? Also das kommt vielleicht einmal in der Saison vor, aber es ist jetzt nicht der Regelfall. Wie ist das dann für dich? Kannst du überhaupt dann, ich glaube, du bist seit 2013, bist du hier im Verein, kannst du während der Spiele in irgendeiner Form überhaupt mal ein einigermaßen entspanntes Auge aufs Spielfeld werfen oder bist du doch immer unter Strom? Also es ist unterschiedlich. Also man muss schon sagen, also aktuell gucke ich schon viel Fußball. Das heißt, es ist dadurch, dass wir halt kaum mal jemanden da haben. Ne? Und ansonsten ist es so, dass ich in den meisten Spielen mittlerweile schon während des Spiels eigentlich Fußball gucken kann. Aber man nimmt das geistig nicht so auf. Ja. Also das läuft so ein bisschen nebenbei mit. Ja. Und ich habe es dann oft so, dass ich dann halt gerade zu meinen Kollegen in der Leitstelle vom Ordnungsdienst sage, wie war eigentlich die erste Halbzeit, weil man halt irgendwie so nicht mit dem Kopf dabei war. Und da merkt man dann schon, dass man irgendwie schon unter Spannung steht. Und dann vielleicht so ein bisschen zurück zu deiner ersten Frage. Klar, wenn wir dann kleinere Vereine da haben, sag mal wie Sandhausen oder Heidenheim, wo wir halt dann wenige Gästefans haben, dann ist dann natürlich dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie was passieren könnte, geringer. Und dann ist natürlich auch die Anspannung bei mir geringer, wie wenn wir jetzt einen ausverkauften Gästeblock haben. Ne? Ja. Ist das, wenn du eben angesprochen hast, zum Beispiel, dass Schalke gesagt hat, ah ja, wir würden, wahrscheinlich sind die alle auf einmal im Block oder sowas, was ja häufig passiert. Was sind noch so Anfragen, die so an dich gestellt werden? Auch bist du dann auch, wenn die eine Choreografie machen möchten, wenn die Maße vom Gästeblock brauchen, was weiß ich, bist du da dann auch derjenige in Charge? Indirekt. Also es ist so, dass der Kontakt eigentlich immer zwischen den Fanbeauftragten abläuft. Das heißt, bei uns Alex und Erik sind dann im Kontakt mit dem Gastverein und dann kommt dann die Anmeldung, wir würden gerne Choreo bei euch machen. Die liefern dann auch die Maße bei uns rüber, also sind wir dann auch immer, probieren das immer irgendwie auch mit zu realisieren. Wir sind da auch eigentlich immer sehr froh, wenn da zum Beispiel relativ früh eine Anfrage kommt, dann können wir das super abstimmen. Uns ist eigentlich auch immer wichtig, dass das dann einfach auch mal mit der Feuerwehr und mit der Polizei besprochen ist. Auch wenn wir final dann die Entscheider sind, die sagen, okay, wir wollen jetzt eine Choreo, also ihr dürft eine Choreo machen oder nicht. Und das läuft größtenteils über die Fanbeauftragten, aber ist bei mir dann final, da sind wir so bei dieser Funktion Veranstaltungsleiter, der dann final eigentlich das freigeben muss, weil er auch dann mit in dem Thema in Haftung unter anderem ist, wenn dann irgendwie was schief gehen könnte, wie sind denn die Abläufe gewesen und so. Genau. Gibt's was, wo du dann sagst, okay, nee, das ist mir, oder gab es sowas schon mal, wo du dann wirklich gesagt hast, also seid mir nicht böse, seid uns nicht böse als Verein, aber nee, das machen wir nicht. Gibt es da ein Beispiel für? Oder? Ja, klar, also da gibt es, also was ich zum Beispiel nicht, also ich mag sehr offene Kommunikation mit Fanszenen, hat zum Beispiel auch, dass dann direkt irgendwie ein Vorsänger oder so mal mit mir telefoniert hat, das finde ich dann super, weil wir sind ja auch Menschen, also man hat immer so dieses Image Sicherheitsbeauftragte, der ist gegen alles. Aber grundsätzlich wollen wir auch gerade in Darmstadt so ein bisschen unsere Philosophie, die ich auch mit den Fanbeauftragten immer so vertrete. Also wir wollen schon probieren, alles zu gewährleisten.
Und das funktioniert aber auch nur, wenn man klare Absprachen hat. Ja. Und da gibt es dann auch Vereine, die dann irgendwie probieren, am Eingang dann doch nochmal was mitzubringen, obwohl sie es dann, weil sie es zu spät angemeldet haben. Oder oft ist es ja auch so, dass mal was chaotisch läuft. Sie haben dann 3 Tage vorher verloren, dann wollen sie doch noch was machen oder so. Das muss dann schon abgesprochen sein. Und aber was bei uns zum Beispiel verboten ist, sind Blockfahren im Gästebereich. Also die ganz großen Fahren. Also die ganz großen, ja. Genau. Einfach, das ist so ein Wunsch der Polizei, dass zum einen, dass das nicht gemacht wird und zum anderen, also unabhängig von Pyrotechnik sehe ich das so, man zwingt dann doch die Menschen darunter zu sein und das möchte nicht unbedingt jeder, dann auch in einem engen Gästeblock. Das sind dann halt doch irgendwie so, ja, querbeet, ne? Also wenn wir zum Beispiel im Heimbereich, da verteilt sich ja irgendwie so alles, die Familie ist auf der Nordtribüne bei uns und ja, jeder kann so ein bisschen seinen Bereich suchen. Und als Gastverein wird mir dann fast ja dann doch gezwungen, dass man alle zusammensteht. Und da habe ich immer so ein Gefühl, das ist auch bei mir so ein bisschen mit Gespräche, zum Beispiel, dass ich sage, okay, manche mögen das halt gar nicht. Ja. Und da will ich auch nicht, dass die gezwungen werden, da mitzumachen. Ja, und das verstehe. Ist für mich so ein Argument zum Beispiel gegen so eine Fahne. Ja, das würde mich noch interessieren. Mhm. Altes Bölle, neues Bölle, für dich. Ja. Was macht deine Fußballromantik beiseite für dich, für deinen Job? Was wollte gerade sagen. Also was ist besser? Also aus Sicherheitssicht sind wir natürlich beim neuen Stadion 1000-mal besser unterwegs. Also ich habe zum Beispiel auch da, wenn man muss irgendwie so eine gewisse Vorbildung vorweisen für den Sicherheitsbeauftragten. Das ist auch lizenzrechtlich vorgeschrieben. Und da habe ich unter anderem meinen Sicherheitsmanager geschrieben über die alte Gegengerade und was die so für Stärken und Schwächen hat. Und die kann man natürlich mit so einer neuen Gegengerade jetzt alle die ganzen Schwächen wegstreichen. Also man hat eine viel bessere Entfluchtung, ja, auch Versorgung, Entsorgung ist halt 1000-mal besser. Und klar war die alte Gegengerade schon eine geile Nummer, aber aus Sicherheitssicht ist es natürlich für uns 1000-mal besser jetzt mit der neuen Gegengerade, auf jeden Fall. Ja. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass wir, sobald es irgendwie möglich ist, dass du an Spieltagen also wieder richtig was zu tun hast in deinem eigentlichen Job. Ja, es macht doch mehr Spaß. Das glaube ich dir gerne. Eben, dass ich dich hier irgendwie mit dem Walkie-Talkie da rumlaufen sehe in einer ganz anderen Welt. Also, da, Dankeschön für deine Arbeit. Ne? So war einer der Beispiele hier, wie viele andere im Verein, ohne deren Arbeit das hier überhaupt nicht funktionieren würde. Und für dich auch. Eine Lilien Insight-Tasse. Oh, als, vielen Dank. Quasi fleißiger Kaffeetrinker. Perfekt. Erinnerung an unser Gespräch. Und Alex, Dankeschön. Sehr gerne. Ja, das war's auch schon wieder für heute mit Lilien Insight. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wie immer, Daumen drücken für das Spiel jetzt auf St. Pauli. Und ja, schade, dass wir uns da nicht alle wieder in Hamburg sehen können. Aber gut, was willst du machen? So drücken wir vom Fernseher oder vom Fanradio die Daumen. Und wir sehen uns hier wieder bei Lilien Insight. Bis bald. Gut und ciao, euer Colin.